Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Factorio. Beim letzten Mal haben wir hier das Hydrogen, wie heißt es? Sodiumhydroxid gebracht und das wollen wir jetzt verwenden, um Fertilizer herzustellen. Dafür brauchen wir noch Stickstoff. Stickstoff können wir aus der Luft gewinnen. Dafür brauchen wir diese Airfilter. Und werden das dann... Wir bauen nochmal einen Chemical Plant. Und werden das dann ja quasi aufsplitten in Stickstoff und Sauerstoff. Also, wo machen wir das denn hin? Ganz hier unten würde ich fast sagen, ne? Genau, du machst Compressed Air 200 und du hast ein. Was war das? Ist eigentlich auch egal. Es hat nichts gemacht. Ich glaube, das waren hier die Termiten-Nanobots. Ich habe da, bin da aus Versehen, habe irgendwas gedrückt und dann wurden die aktiviert. So, wir haben hier Compressed Air. Das können wir umwandeln in hier Sauerstoff und Stickstoff. Den Sauerstoff werden wir dann wahrscheinlich wieder in die Luft zurückführen. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen mal das Chemical Plant, okay. So, du machst das hier, dann Flairstack. Das hier connecten wir da. Flairstack hier hin, sehr schön. So. Die hier haben keinen Strom, okay. Kein Problem. Das spielt jetzt nicht so eine Rolle. Plastik haben wir ebenfalls. Oh, Zement. Ach. Es wurde hier... Concrete Brick. Oh mein Gott. Ah, das wird was werden, Leute. Ich sag's euch. Pressure Tanks sind wichtig. So, dann... Wir brauchen Asche. Wie können wir Asche herstellen? Ah, wir können aus dem Woodpulp-Dings können wir Asche machen. Okay, das machen wir. Dann sollten wir das zuerst erforschen. Gibt uns das auch noch irgendwie? Das gibt uns... Wir können Holzkohle, die hat... Muss mal ausrechnen, ob sich das lohnt. Die hat einen Fuel-Value von 6 Megajoule. Die Woodpulp hat einen Fuel-Value von 2. Ich denke, also wir kriegen knapp die Hälfte zurück. Das heißt, das ist eine Verdopplung. Das müsste eigentlich mehr Fuel Value sein. Wenn ich jetzt mich nicht täusche. Wir können auch Woodpulp noch von Holz machen, aber ich glaube nicht, dass das großartig einen Sinn ergibt. So, dann werden wir... Wo wird die Asche gemacht? Wahrscheinlich in einer normalen Assembly Machine, könnte ich mir vorstellen. Oder in dieser Cookery hier. Cookery, keine Ahnung, spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall werden wir das Ding dann hier... Ach, es ist wieder viel zu langsam. Es wird eine Weile dauern, bis es abgeschlossen ist. Weil unsere Labs halt einfach relativ langsam sind. Also, beziehungsweise wir haben einfach zu wenig, ne? Electric Labs. Sollen wir noch zwei Labs hier hinbauen? Warum auch nicht? So, die werden jetzt erstmal gebaut. Das Problem ist jetzt auch, dass dadurch, dass wir noch irgendwie die Burner Stage haben, dauert das Craften hier viel, viel länger, was das Ganze ein bisschen mühselig macht. Aber gut. So. Mitte sind die roten und unten die grünen. So, damit haben wir schon mal ein Drittel schnellere Forschung. Also im Prinzip können wir eigentlich noch mehr Labs hinpacken, weil wir sind ja eh schon dabei. Das
Wir müssen so oder so warten. Wir haben ja nichts Besseres zu tun. Also werden wir nochmal zwei dahin pappen. Habe ich mich jetzt gerade einfach mal so dafür entschlossen. So, du kriegst die. Ah, so viele... So viele Science Packs, die wir noch machen müssen. Das kann noch was werden. Ich glaube auch in der letzten Staffel haben wir ja mit den Bobsmods Greenhouses gearbeitet. Da habe ich gar keinen Fertilizer gemacht. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir das jetzt mal gemacht haben. Oder dass wir das mal machen. Es ist ja nicht fertig. So, dann Powerpools herstellen, währenddem wir nichts anderes zu tun haben. Das dauert übelst lange. 100, 200 rote. Oh. Naja, zumindest haben wir das mal, ist es jetzt doppelt so schnell wie vorher. Das heißt... Wir müssen uns irgendwie jetzt den Woodpulp schnappen. Und zwar hier, denke ich. Der kommt mir hier nach unten hin. Und wird dann hier irgendwo weiterverarbeitet zu... zu der Asche. So, in der Zwischenzeit können wir das hier mal weiterziehen. Und das hier auch mal zu Ende bauen. Ich glaube, Wasser fehlt hier unten ebenfalls noch. Die zwei müssen auch noch gebaut werden. Na, sehr schön. Genau, Wasser fehlt hier ebenfalls noch. Das heißt... Das ziehen wir nach unten und bis... Oh, Autosave. Bis hierhin. Dann passt das schön. So, dann brauchen wir jetzt hier drüben noch Strom. Ah, davon können wir eigentlich noch mehr bauen. Dann machen wir auch noch mal ein paar große. Ach so, die Power Poles. Wir haben hier die kleineren, die Small Wooden Electric Poles. Eigentlich reichen die hierfür aus, ne? Bauen wir noch ein paar davon. Es dauert halt auch mit den Kabeln wieder relativ lange. So, hier brauchen wir dann ein bisschen was an Holz. Haben wir Holz im Inventar? Ja, haben wir. Sehr schön. So, du brauchst einen Filter-Inserter hier und hier. Und der wird dann das Zeug hier rausnehmen. Den reißen wir ab. So, könnt ihr langsam aber sicher mal anfangen hier. Ach so, wir haben kein Holz mehr. Ich habe das ganze Holz hier reingepackt. Ich denke, wir behalten die Hälfte. Aber zwei fehlen hier noch, aber Strom hat bereits alles. Wundervoll. So, platziert die noch. Dankeschön. Okay, das arbeitet alles. Außer das hier. Warum haben wir hier zwei? Weil wir nicht nachkommen mit dem Rauslegen, okay. Ich sehe. Naja, dann dauert das eben ein bisschen länger. Das ist auch nicht so dramatisch.
So, gleich ist das hier fertig. Wir können hier unten ja vielleicht schon mal Strom hinbauen. Und Licht. Licht geht auch langsam wieder aus. Das sollte ich vielleicht auch was Neues holen und am besten auch direkt ein paar Inserter und Filterinserter, weil von denen haben wir auch nicht mehr so viele. So, die Forschung hier. Die grünen Pots kommen nicht hinterher, weil die Burner fehlen, weil die Motoren fehlen, weil das Eisen wahrscheinlich fehlt. So, wir haben die Kohle. Zink? Ja, komm, machen wir mal Zink. Es kommt hier einfach nicht genügend Eisen runter. Naja, gut. Das war ja klar, dass es irgendwann mal wieder am Eisen liegt. Sollte ich eigentlich auch nicht mehr überrascht sein. So, kommen wir bis hier hinten? Nein, kommen wir nicht. Ah, ärgerlich. Das heißt, wir müssen jetzt hier reingehen. Das ist ein bisschen doof. Ich muss wirklich das mit dem Long Reach muss ich irgendwie beheben, weil das ist eine absolute Katastrophe, wenn wir nicht alles überall abgreifen können. Ohne 100 ist. Wobei. Wir nehmen es. 100, das passt schon. Früher oder später brauchen wir die ja so oder so. Deswegen geht schon. So, dann werden wir eine Cokery bauen. Und schauen dann mal, ob das ist, was wir brauchen. Ich denke schon. Also das in der Regel hat man ja. Sind ja die Gebäude, die man braucht, um das zu machen, direkt auch bei der gleichen Forschung mit dabei. So. Der kann den Wupphub jetzt nicht mehr rauslegen. Naja. Soll Schlimmeres geben. Wo haben wir die Kokerie? Hier. Oh, schickes kleines Gebäude. Im Vergleich zu vielen anderen Dingen ist das jetzt nicht so überdimensioniert. So, die Frage ist. Ich würde eigentlich ganz gerne hier noch weiteren Platz lassen, damit wir hier unten nochmal eine dritte Greenhouse-Geschichte aufsetzen können. Das heißt, wir hätten dann von hier einen Woodpulp, der nach oben geht. Und es kommt quasi hier irgendwo zusammen. Und wird dann hier weiterverarbeitet zu in der Cookery. Wenn ich sie denn wieder finde. Hier. So, du machst nicht Woodpulp, nein. Du machst Asche aus Woodpulp. Strom. Ich denke, wir sollten hier vielleicht zumindest oben einen schnelleren Inserter reinbauen. Also, der hat jetzt Asche gemacht. Das heißt, wir haben Asche, wir haben Stickstoff, wir haben Sodiumhydroxid. Jetzt fehlt eigentlich noch der Crushed Stone. Kannst du Fertilizer machen? Nein. Wo wird der Fertilizer gemacht? Das ist in einem Chemical Plant. Okay, das ist das hier. Und das hier können wir eigentlich abreißen. Wir brauchen ein Chemical Plant. Ich möchte eigentlich innen den Fertilizer haben und außen sind dann die Seedlings drauf. Dasselbe natürlich bei allen Belts. Ich
bin mir aber noch nicht ganz schlüssig, wie wir das hier am besten bauen. Machen einmal hier und vielleicht einmal hier. 1, 2, 3. Kommt das hier oben, hier noch oben hin? So, du machst. Aber wir brauchen nicht, eins reicht wahrscheinlich. So, wir brauchen das hier. Und dann haben wir vier. Wie schnell bist du? Du brauchst, ich glaube, wir haben sowieso nicht genügend Sodiumhydroxid für zwei. Denke ich. Das ist, wir machen eines. Und werden dann schauen, dass wir erstmal den Stickstoff, weil der ist am einfachsten. Der ist direkt hier unten. So, Stickstoff haben wir. Das heißt, wir brauchen jetzt noch den Crushed Stone. Der kommt dann von hier drüben irgendwie. Den rauten wir hier oben durch, wahrscheinlich. Irgendwie. Splitter. Oder hier unten ist vielleicht fast besser. Das heißt, wir haben hier und wir brauchen wieder Belts. Ah, ich wusste, ich hätte. Habe irgendwas vergessen, als ich da nach hinten gerannt bin. Also, wir müssen uns jetzt nochmal ein paar Belts holen. Und am besten auch direkt ein paar Underground Belts. Die Basis ist schon mittlerweile gar nicht mehr so klein. Also, gerade wenn ich da vom einen Ende ins andere renne. Möchte, dann dauert das ein bisschen. So ein kleiner Lag irgendwie. So, das nehmen wir direkt alles mit. Dann nehmen wir hier das auch mit. Und haben alles. So, wir könnten mal wieder ein paar davon bauen. Was fehlt? Es fehlt wieder mal ein Eisen. Haben wir zufällig diesmal Eisen, dass sich staut? Nein, das wird direkt jetzt von den Trucks direkt alles abgefischt, weil das da kommt so wenig durch, das wird schneller verbraucht, als wir das produzieren. Also wir werden das auch demnächst mal uns darum kümmern, aber jetzt machen wir erstmal den Fertilizer zu Ende. Sonst gibt es ein Chaos. Also auch hier ist es schon ein bisschen, die ganze Geschichte schon ein bisschen chaotisch. Wir machen das hier so. Sieht ein bisschen schicker aus. Oh. Ich hasse es, wenn ich aus Versehen von den Bells nach unten getragen werde. Wo ist der Crushed Stone, den ich jetzt im Inventar habe? Hier. Okay, das heißt hier. Da kommt das Sodium-Dingens rauf. Und auf der anderen Seite kommt dann Crushed Stone hin. Und wir brauchen, wie schnell arbeitest du? 5 Sekunden. Wir gucken mal, ob du schnell genug bist. So. Ja, der muss jetzt natürlich. Der muss relativ viel da reinschieben. Deswegen werden wir hier noch einen zweiten hinbauen. Und dann machen wir eigentlich nur noch die Asche. Asche kommt von hier unten.
Wundervoll. Braucht die Asche. Ne, die Asche braucht nicht mal. Also hier die Cookery braucht nicht mal Fuel. Das überrascht mich jetzt ein bisschen, ehrlich gesagt. Ich hätte jetzt gedacht, es wird auf jeden Fall Fuel brauchen. So, Fertilizer haben wir. Das heißt, es muss jetzt gesplittet werden. Dann im Endeffekt. Das kommt jetzt hier oben raus. Und dann werden wir das hier reinbringen. Das geht hier nach unten. So. Ich weiß nicht, ob das ausreicht für alle, die wir jetzt hier haben. Ich hoffe es, weil die sind nicht so schnell. Das heißt, wir müssen jetzt hier das Rezept ändern und zwar mit Fertilizer. Und das geht jetzt, ich meine, das sind jetzt 260 Sekunden für 75 Holz und hier unten sind es 40 Holz, 450 Sekunden. Also das macht schon eine Verdopplung oder mehr. Oder eine Vervierfachung wahrscheinlich sogar. Aber die brauchen 10 Fertilizer. Wow. Wir kommen hier niemals hinterher mit der Produktion. Ich denke, wir sollten das hier erstmal unterbrechen, bis die alle laufen und sich das rückstaut. Weil wenn nicht, dann müssen wir es gar nicht mehr bauen. So, die arbeiten jetzt sogar bereits. Die schnappen sich also erstmal noch alles weg, bis sie voll sind. Wow. Bis auf 20 gehen die, glaube ich, hoch. Also ich hoffe nicht mehr. Ist ein bisschen schade, dass es wirklich so viel Fertilizer braucht, weil wir, ich glaube, uns gehen dann relativ fix mal das Sodiumhydroxid aus. Ja, weil das Wasser staut sich langsam. Also ey, das Wasser ist langsam weg. Es staut sich eben nicht. Hier ist gar nichts mehr drin. Kein Saline Water. Das hier, es reicht nicht aus, um die beiden. Was kriegen die nicht? Was ist hier das Problem? Light Mud Water. Da stimmt die Orientierung nicht. Jetzt ist es richtig. Diese Reihe hat gar nichts produziert. Deswegen. Zum Glück habe ich das nochmal gesehen. Wahrscheinlich habt ihr da schon bereits in den Kommentaren mich darauf aufmerksam gemacht. Dass das natürlich so nicht funktioniert, weil. Ja, aus offensichtlichen Gründen. Der ist auch falsch. Stimmen jetzt alle? Jetzt stimmen alle. Wundervoll. Und jetzt staut sich der auch hier hoch. Oder müsste langsam aber sicher ein bisschen was hier reinkommen. Ja. Das ist auch eher eine homöopathische Dosis. Und jetzt ist es hier natürlich zu wenig. Ne, zu wenig Asche. Wir sollten das vielleicht. Hier hinbauen. Dann können wir zumindest hier die Asche wieder recyceln. Ein bisschen. So, die ganzen Seedlings sind jetzt auch weg.
Aber es wird zumindest mal wieder ein bisschen was produziert. Und jetzt mangelt es dann tatsächlich am Sodiumhydroxid. Das ist auch das, was ich gedacht habe, dass das wahrscheinlich nicht ausreicht. Deswegen werden wir dann auch Fertilizer mit Schwefel produzieren müssen. Notgedrungen. Wahrscheinlich dann irgendwo hier oben oder hier drüben. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall fehlt hier jetzt noch ein bisschen was, aber ich hoffe, es reicht aus. Also es reicht für zwei Reihen reicht es auf jeden Fall nicht aus. Dafür brauchen wir mehr. Aber ich glaube, für eine könnte es ausreichen. Also wir werden die hier jetzt erstmal mit normalen Seedlings belassen. Also wir werden das hier die auf langsam lassen und die obere sind halt schnell mit Fertilizer. Und dann zumindest so ein bisschen mehr Holz rauskriegen. Dann müssen wir mal gucken, wie wir am besten Schwefel herkriegen. Das war ja immer so ein bisschen ein Abfallprodukt von, genau, das Sulfuric Wastewater. Das war ja eigentlich immer so ein Abfallprodukt hier beim Refining. Hier von dem Dings. Genau, wenn wir Styratit verfeinern, kriegen wir das raus zum Beispiel. Aber es gibt, glaube ich, noch andere Mittel und Wege. Wie wir das. Schauen wir hier noch nach. Clean Coal to Coke and Sulfuric Wastewater. Ja, zum Beispiel, das hier ist auch, wäre auch so eine Variante. Das können wir theoretisch eigentlich machen. Das ist nicht so kompliziert. Wir brauchen einfach Purified Water und Crushed Coal für Coke. Und Coke könnten wir im Endeffekt dann. Coke hat einen Fuel Value, das heißt, das können wir hier oben verfeuern. Was eigentlich ganz gut ist. So, 9 von 10 arbeiten. Und die restlichen kriegen jetzt natürlich nichts. Weil die sich das, ja. Ja, es funktioniert nicht so ganz, wie ich mir das erhofft habe. Wir brauchen auch noch Schwefel. Besteht kein Zweifel. Wahrscheinlich werden wir das hier dann sogar abreißen. Weil ich glaube, das Sodiumhydroxid brauchen wir später auch noch für das ganze Raketenzeug. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das wirklich der Fall ist. Das ist beim nächsten Mal werden wir dann wahrscheinlich hier Coke machen mit das, was wir jetzt hier gerade forschen. Coke hier mit Purified Water und Crushed Coal. Und kriegen dafür dann das Sulfuric Wastewater raus, das wir sowieso später brauchen für die Schwefelsäure. Und ja, für die Batterien dann im Endeffekt. Und hier ist auch schon das wieder ausgefallen. Ich denke, das können wir direkt nochmal kurz. Die können wir ersetzen. Es geht hier echt ziemlich schnell mit dem Styratit. Verwundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Oh. Und das haben wir bereits. Gibt es noch andere Möglichkeiten, Schwefel herzustellen? Ja, die sind relativ kompliziert. Braune Alge, Lithiumchlorid. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Sodiumcarbonat. Ah, wir können braune Alge anpflanzen. Wir können daraus Sodiumcarbonat machen. Dann können wir Sodium daraus gewinnen und von Sodium das Sodiumhydroxid machen. Irgend sowas. Naja, genau, das hier, das war das hier. Das brauchen wir mal. Science Packs 3, die sind noch eine Weile weg. Das heißt, wir erforschen es einfach trotzdem mal. Wir erforschen es einfach trotzdem mal. So, dann machen wir hier Strom. Und das reicht dann wieder für eine Weile.
Hier wird sogar nicht mehr vollständig produziert beim Saphirit. Also wir können hier eigentlich auch nochmal einen Drill hinpappen. Das sind zwar nicht mehr, ist nicht viel, aber dann kommt das weg. Dann, ja, langsam aber sicher geht unser Saphirit aus. Also wir müssen dann auch demnächst mal das hier nach unten anschließen, aber dafür brauchen wir erstmal Züge und darüber habe ich mir jetzt noch nicht genügend Gedanken gemacht, um da konkret was zu planen. Aber das war's erstmal mit dieser Episode. Beim nächsten Mal, wie gesagt, machen wir dann nochmal Fertilizer, aber diesmal mit Schwefel und hoffen, dass es dann mehr wird, weil ich möchte, dass der Fertilizer wirklich alle und auch die untere Reihe dann auch noch beliefern kann. Ich denke, das wird eine gute Sache werden. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.